Da bleiben wieder 13 Punkte übrig. Wir jetzt bei 26 ZFP in der Sammlung sozusagen. Also das große Problem ist, was du hast, es gibt hier kein Ankerpunkt, kein Fokus, so wie das eben in Janka der Fall war, wo das alles in eine Säule gebunden war. Das findest du hier nicht und das siehst du auch nicht. Die niederhöllischen Strudel werden direkt gespeist aus den Niederhöllen und auch aus den Kraftlinien, die jetzt hier nach unten gedreht und gezerrt, gezogen wurden. Du weißt auch, dass Barbara der Schände der Sphären eben durch sein Karmakorteon oder kurz davor das Ganze eben, was es ausgelöst hat, hat alle Kraftlinien auf Aventurien verschoben. Und eventuell waren das eine der ersten Kraftlinien, die damals umgebogen worden sind. Und du siehst, die einzige Schwachstelle, die dir irgendwie in den Sinn käme, wenn du das Ganze betrachtest und so ketzerisch wie diese Idee auch sein könnte, aber dieser Funkenflug vor Agrimod und dieser Schneesturm der Matrix-Wirbel vor Belshiras Tor. Wenn du die Kraftlinien wirklich umlenken willst und den Charybdis-Strudel vermindern möchtest, dann musst du eine der beiden Tore wieder aufmachen. So ketzerisch diese Idee auch ist. Das kann ich. Okay. Also in meinem Gedanken schwirren gerade die Gedanken umher in meinem Hirn. Und ich bin unentschlossen, was ich dort erkenne. Und während der Stunde, die hier sitzt, regeneriert er 1W6 HSP. Und natürlich kämpfe ich auch mit den Tücken, die mir der Herr der Unelemente auferlegt. Und ich reiße mich gewaltsam aus diesem Zauber heraus. Ja, du spürst auch ein Flüstern, ausgelöst durch vielleicht ein Leonardo. Vielleicht ist es sogar sein kleines Stimmchen, was du dann von dem Tor hören kannst, auch wenn es weit entfernt ist. Aber also du weißt ja, welche von den beiden Sphären du öffnen würdest. Belshiras sicherlich nicht. Agrimod wäre die sichere Wahl. Jetzt wäre die Frage, beim Unitatio wirken wir den Zauber gemeint, aber wir haben ja eine gewisse, sag mal, Geistverschmelzung bekommen. Die anderen, meine Zweifel, meine Erkenntnisse bekommen die auf jeden Fall mit, aber auch meine Zweifel, ob sie die mitbekommen, ist die Frage jetzt. Das Zielobjekt des Analysts ist das Einzelwesen und damit du. Das war jetzt nur eine flufftechnische Frage, ob ihr sozusagen das mitbekommt. Also ich würde sagen, hast du irgendwelche Sonderfertigkeiten zum Blocken oder sowas? Zum Rausblocken, dass die aus deinen Gedanken fernbleiben, während die Verbindung aufrecht besteht? Nein. Sowas wie ein Geisterpanzer oder sowas wäre wieder gut. Ist es außerdem anratbar, wenn im Unitär zu den Geist zuzumachen? Ja. Ich meine, eben. Wenn du die ASB alleine zahlen möchtest, okay. Bitte, aber. Also, es sind halt Gedankenfetzen, die dann von Abel mir übertragen werden. Das sind halt keine richtigen Wörter oder keine richtigen Sätze, die ihr dann mitbekommt, aber so kleine Bilder. Ihr könnt kurz sehen, Boltax und Serpentilio, wie sich kurz einmal dieses Auge, das geschlossen ist, wieder auftut. Eine riesige, gewaltige, glutrote Linse, die euch anstarrt. Und ist dieses Bild wieder weg. Aber irgendwas hat Abel mir gerade gedacht und. Zweifel, es ist so viel Zweifel in Abel mir drin. Das wusste ich schon vorher, dafür hätte ich diese Episode nicht gebraucht. Ja. Es ist möglich, aber. Der Preis ist zu hoch. Ja. Noch. Nicht noch, generell. Möglichkeit ist der erste Schritt auf dem Weg zur Wirklichkeit, Kapitän. Alles andere ist nur noch eine Frage der. Praxis. Es ist keine Frage der Praxis, sondern eine Frage der Moral. Was wäre der Preis dafür, diese Pforte zu schließen? Eine andere zu öffnen. Diese dort. Ich zeig mal auf diesen rotglimmende Struktur, die da wahrscheinlich am Boden erscheint. Warum gerade diese? Sie liegen im Hader, im Widerspruch. Es ist schwer zu klären. Wir sollten das nicht hier besprechen. In der Tat, lasst uns da vielleicht zu Hause darüber reden. So oder so wird es nämlich einiges an Vorbereitung bedürfen. Nun gut. Und ich denke, man hat sich dort unten so langsam auf eine Vorgehensweise geeinigt. Brechen wir auf. Rafin, reicht mir die Hand. Ja. Wart ihr erfolgreich? Ja, in gewisser Weise. Sulamin, deine Augen klappen wieder nach oben. Blind und taub wandelst du wieder durch die Vergangenheit. Du kannst vor dir eine Tür aufmachen.
Du siehst einen Schlafraum, ein Bett, was in der Mitte steht, und du wirst wieder von diesem Gefühl, Gerüche, faule Eier, und es riecht nach saurem Fleisch, als ob hier irgendetwas abgehangen wäre, aber in dem Bett vor dir liegt nur ein zitternder und abgemagerter Mann. Ein langer weißer Bart, der fleckig sich aus seinem Körper herausschält. Seine Haut ist grau-grün, teilweise blau mit Erfrierung und einige gelbe oder violette Flecken, die er drauf hat, blickt dich aus seinen milchig-weißen, trüben Augen an und versucht noch deine Hand nach dir auszustrecken. Aranja, erbarme sich eurer. Wer seid ihr? Mein Name ist Lormin. Ich hab's nicht geschafft. Verzeiht mir, Meister. Was habt ihr nicht geschafft? Euren Befehl. Ich bin sogar in den siebten Kreis gegangen, aber es war zu viel. Sagt es. Sprecht es aus. Woran seid ihr gescheitert? Ich konnte die Pforte von Belgiage nicht öffnen. Ihr müsst es machen. Etwas hat mich ergriffen. Die Tuklon-Pest, Meister. Dann geschieht es euch recht. Ihr habt recht. Verzeiht meine Unfähigkeit. So sterbt. Und ich wende mich ab. Er wimmert. Und als du dich umdrehst, fliegt deine schwarz-rote Robe an dir entlang, drehst dich wieder um, knallst die Tür zu auf einen einzigen Fingerzeig von dir, nimmst deinen Stab wieder in deine Hand und schreitest mächtig und erhaben zu den anderen. Zulemin ist gerade nach hinten gefallen. Ins Gras. Oh, ich dachte, du sagst in die Grube. Das wäre hart. Oh je, Serpentilo weicht eher instinktiv als gewollt 2-3 Schritte zurück. Rafim? Ja, ich sammle Leute alle auf. Ich werfe mir Abel mir über die eine Schulter und würde dann zu Lamin. Hallo? Gebt Acht, dass sie vielleicht keine Mordlust entwickelt, ja? Naja, bisher sieht sie ganz friedlich aus. Das sah sie letztes Mal auch. Ich bin da. Lasst uns gehen, schnell. Darauf werden wir uns einig. Ja. Rafim, ihr könnt mich jetzt wieder runterlassen, es wird schon gehen. Oh gut, Zulamin könnt ihr auch selber laufen. Ja, es geht schon, ich war nur kurz weg. Das macht mir so langsam Sorgen, da mit eurem Umfallen, das müsste sich mal einer anschauen. Ich glaube, es ist dieser Ort. Sicher wird es wieder besser, wenn wir von hier fort sind. Ja, ich würde mal in Richtung Diamantes schauen, hoffen, dass er meine Richtung blickt und ihm auf ein Taxi signalisieren, kommt ran. Ja, mehr der Form halber als wirklich des Hilfswillens reicht Ventilo aber mir sein dürres Ärmchen. Kapitän, wollt ihr? Ja, es wird schon gehen. Nun gut. Diamantes erhebt sein Dreibein vom Boden, seine Abalone klemmt er sich wieder mit dem Schultergurt über den Rücken und schleicht gebückt wieder zu den anderen herüber über die Gebüsche. Sie haben einen Weg nach draußen gefunden, sie sind und über den Seeweg gegangen, über die Höhle, wo auch die Schmuggler gekommen sind. Ja, wo müssen wir jetzt eigentlich genau hin? Zunächst einmal, denke ich, müssen wir mit unseren Führern wieder aufschließen. Ja, und dann zum vereinbarten Treffpunkt, wo wir eingesammelt werden. Meister Diamantes, ich möchte nicht... Nun... Wir sollten uns auch einer Spinne anvertrauen. Spinnen kennen die Wahrheit. Er hat recht. Spinnen kennen alle Wahrheiten. Naja, auch eure. Das letzte Mal, als ich von einer Spinne etwas erfahren wollte, hat sie mir nicht die Wahrheit gesagt, sondern wurde gegessen. Alles ich könnte eine auch Frage ein, des... Ich könnte auch ein Okulizaner werden. Alles eine Frage des Fingerspitzengefühls, Bald Magus. Ja, wir machen noch dir aus einen vernünftigen Seemann. Jeder sollte dann mal einen Blick in ein Arachnoides Almagest werfen. Schlag dir diesen Humbug aus dem Kopf. Wir müssen vor allem auf unsere Führer vertrauen, die Maraskaner. Die wissen, wenn man hier durch die Gegend kommt. Und wenn die sagen, wir folgen der Spinne, dann folgen wir der Spinne. Wenn es der Kapitän sagt.
wo immer sie uns hinführen mag. Hauptsache weg von hier. Eine Stunde später. Ihr könnt wieder durch die Anlage mit dem Gras, durch die Klippen gelaufen sein. Verlasst wieder das niederirdische Platschen und klettert dann wieder in die Treppe bzw. die Steigung nach oben. Bis ihr dann wieder auf die Ruhengor-Priester und den Eukulizaner trefft. Der sitzt immer noch vor einem Kreis mit eitrigem Krötenschemel, der hier kreisrund gewachsen ist, alles aus der Erde rausgebrochen, und davor eine gewaltige Spinne, die mit ihren 8 Beinen umhertickert. Der Eukulizaner sitzt zwar in gehörigem Abstand vor ihnen und wartet eben, während die Spinne sich gütig an dem giftigen Pilz tut. Ihr solltet hier warten. Während sie gerade bei der Nahrungsaufnahme ist, sollte man sie nicht stören. Wie reagieren Masken aufs gestreichelt werden? Sie bringen was, für eine was für eine Frage. Seventio streichelt Canicitianas Spinne. Oh, er hat eine Spinne? Ich konnte keine sehen. Ich dachte, ihr kümmert euch um sie. Ich bin mir keiner Kümmerung bewusst. Nun, dann sollten wir, wenn wir zurück sind, vielleicht einmal sehen, wo sie abgeblieben ist. Sie war im Alchemielabor. Es wäre doch wirklich schade, wenn das Ding irgendwo zwischen all seinen Dingern untergehen würde. Aber später. Meister Diamantis, aber warum gehen wir denn jetzt nicht los? Warum warten wir? Wir haben doch eine Spinne. Ich weiß es auch nicht. Die haben gesagt, wir müssen auf die Spinne warten. Sie hat wohl hier die Führung. Und wenn sie nicht losgeht, gehen wir wohl auch nicht los. Aber das beunruhigt mich. Denn mittlerweile sollten die wohl, dass wir die Echsen das wohl wieder auch am Land gefunden haben. Das meine ich auch, aber dann sollten wir der Spinne doch einfach sagen, dass sie jetzt in Richtung Süden gehen soll. Soll ich jetzt sagen? Ihr könnt eine Spinne nicht befehlen. Natürlich. Warum denn nicht? Ich sehe auch keinen Grund, warum man das nicht können sollte. Weil sie im Gegensatz zu Dämonen ehrbare Geschöpfe sind, die ihren eigenen Willen haben. Diese Idee ist wahrhaftig einzigartig. Man kann einer Spinne nichts befehlen, vor allem den Marasken nicht. Die Idee? Sage ich doch. Nun. Diese Idee kann nur von einem Fremdigi kommen. Ja, aber nein, warum denn nicht? Soll ich das einmal versuchen? Ich will nicht, dass du an diese Spinne herantrittst, Tekala. Schau dir das Monstrum nur an. Ach doch, ich würde es auf jeden Fall einmal versuchen. Macht euch keine Sorgen, wenn ihr einen klaren Verstand habt, wird euch nichts passieren. Und natürlich, wenn ihr schnell zu Fuß seid. Jawohl, willst du es versuchen? Ich würde es tatsächlich versuchen. Ich, ich möchte Tekala versuchen lassen. Genau, ich würd erstmal gern Tekala versuchen lassen. Aber der hat das Verbot von Diamantis bekommen. Da musst du jetzt erstmal ran. Tiergedanken, oder was machst du? Ich würde Herr über das Tierreich machen. Herr über das Tierreich. Also warum Tiergedanken? Ich bitte dich, ich bin kein Flauschigeode, sondern... Er hat einfach nur Angst, dass die Maraske sich denkt, boah, der Zwerg ist aber fett, den fresse ich als nächstes. Da sind viele Pilze drin in dem Zwerg. Und dann heult er wieder den ganzen Tag in seiner Kajüte. Genau, ich würde gerne erzwingen um, sagen wir mal, 2. Ja, warte mal, ich schaue mir gerade mal die Magieresistenz von einer Maraske an, weil die kann... Könnte sogar gewaltig werden. Ja, genau. Das ist das Problem. Ich muss echt gut würfeln. Deshalb habe ich auch jetzt. Ich habe nur 10 bei Helber, das Tierreich. Ich weiß nicht, ob ich da durchkomme, aber mal gucken. Wahrscheinlich nicht. Ist der im Erfen haben. Gleich springt sie ihn an. Nein. Haben so 20 plus MR und Maraske, je nachdem, wie alt die ist. Spinnen zählen aber nicht als Insekten. Spinnen sind ihre eigene Kategorie, was das angeht. Magieresistenz ist LA mal 2. Was ist Lebensalter. Lebensalter? Ja, in Jahren. Die werden bis zu 12 Jahren. Die Frage ist halt, wie alt die hier ist. Ja, also ein 2W6 steht hier sogar dabei. Okay, dann würfel ich doch 2W6 einfach mal. 2W6 Jahre mal 2. 2W6 mal, hoffentlich ist nur eine 2 Jahre alte Maraske. Das kann sehr gut werden und das kann sehr bösartig werden. Ist es angekommen? Nee. Es war 7, aber ich würfel nochmal, okay. Oh. Nicht minus 2. Genau, dann haben wir die 9. 9 sind 18. 18. Okay, da werde ich definitiv nicht durchkommen, aber ich probiere es ja natürlich trotzdem. Ja. Ich merke ja, wenn der Zauber fehlsteht. Du hast ja noch einen Schicksalspunkt zum Verbrennen. Wieso soll ich meinen Schicksalspunkt verbrennen? Kannst du ja auch den Chip für die 6 einsetzen. Kann ich meinen Chip verbrennen, damit er seinen Chip verbrennen muss? Nein!
Hey, warum wollt ihr, dass ich mein Schiff verbrenne? Ich weiß nicht. Hochmut kommt vor dem Maraskenbiss. Ach, Maraske, Schmaraske. Ich weiß, das sagt er, da muss ich der Dämonologe gerade aus dem Fenster lehnen. Du hast ja, erzwingen 2 hast du genau, gesagt. Genau, erzwingen 2, deshalb mit der minus 2. Das wären dann nur 7. Also ich würde nicht durch die MR durchkommen, aber wenn ich das merke, würde ich den Zauber auch abbrechen. Wie hoch ist denn die Reichweite von deinem Zauber? Ich 3 Schritt. 3. Also du stehst im Grunde. 2, dann stehst 3. Du 3. Dann stehst 3. Du trotzdem neben ihr. Ja, natürlich. Initiative. Ihr seht, man Lebensalter plus 1W6. Er sich ihr nähert. Lebensalter plus 1W6 hatten wir gesagt, 9 Jahre sind 12, deine ist höher, ne? Dann kannst du auf alle Fälle sehen, wie sie dich jetzt auf alle Fälle angreifen mag. Okay. Ihr seid zu unruhig. Denkt an die Wahrheit, Boltax, die Wahrheit! Rafim, halt sie fest, solange bis ich sie einschläfere. Oh, das war nicht die Wahrheit. Ich kneif die Augen zu. Ja, ich bin erstmal überrascht, dass ich was machen soll. Es hat nämlich keiner was gesagt. Wie viel ist ein Spann? 20 Zentimeter. 20 Zentimeter. 8 mal 20 sind... 8 mal 2 sind 16, sind also 160. Die ist 160 Zentimeter breit, groß. Also, das ist, genau wie Montag. Das ist, ja, aber, ja, aber in der, also das ist halt der Bauch ohne die... Ohne die genauso wie der vom Boltax. Ich habe gesagt, der ist halt auch einzig. Ohne die Beine dran, das Ding ist halt gewaltig. Bringt sie nicht um! Könnte noch den Orkulizaner hören und dann greift sie dich an. Lebensalter plus 6. Gott. Dann pfeift sie zurück! Achso, weil Rafim sie nicht umbringen soll. Wir haben doch gerade darüber gesprochen, sagt Serpentino, der sich jetzt gerade irgendwie umgedreht hat und an deine Schulter krallt, dass ihr Spinnen nicht befehlen könnt. Ja, ich seh's. Ja, die Mandibeln werden in deine Richtung geschlagen. Du kannst darunter durchtauchen, nach hinten stolpern, weg von dem eitrigen Krötenschemel. Und sie faucht dich aus ihren Mandibeln giftig an. Du siehst auch, wie dieser Schleim von diesen aufgenaschten Pilzen dann eben an ihren Mandibeln klebt. Der eitrige Krötenschrebel selber hochgiftig und dann eben gemeinsam mit den Giftdrüsen dieser Spinne umgesetzt zu einem tödlichen Cocktail gemixt. Kannst dann beim ersten Hieb zumindest unter den Mandibeln hindurchtauchen und nach hinten springen. Ich möchte die Spinne versuchen zu beruhigen. Abrichten Probe. Ja, abrichten, genau. Denk daran, dass der Stachel auch nach hinten gehen kann. Ich werde dich jetzt auch abkriegen, aber was soll ich sonst machen? Keine Sorge, Marassengift ist meistens nicht tödlich. Das kommt auf das Alter an. Deswegen sage ich ja meistens. Max erschweren ist 18, würde ich schaffen. Spinne. Weißt du was, ich würde dann auch die Magieresistenz wieder ansetzen. Das heißt, sie wird dir nicht folgen, aber sie wird auf alle Fälle verharren und dich giftig anblicken, aber... wird dann eben nicht mit den Mandibeln klickern, sondern dich einfach nur aus diesen 8 Augen. Ja, blinzelt tut sie ja nicht, aber die 8 Augen sind auf dich fokussiert. Meister Diamantis, vielleicht soll ich es versuchen? Ich bin mein Leben mit Spinnen aufgewachsen. Sie hat Boltax gerade fast getötet. Was genau willst du da tun? Bring dich nicht in Gefahr, Tikala. Sei nicht närrisch. Aber man kann doch mit ihm reden. Ihr solltet ihn lassen. Er kann nicht ewig in eurem Schatten stehen. Vor allem nicht im Schatten der Dinge, die ihr nicht gönnt. Ah, kleiner Junge, du bist wahrlich ein Fremdigi. Es braucht dein ganzes Leben, um zu einem Orkulizaner ausgebildet zu sein. Denk einfach an die Wahrheit, Junge. Denk an die Wahrheit. Und an die Armbrust. Denk an die Armbrust. Lasst mich noch ein paar Ratschläge mit auf den Weg geben, bevor ihr zu dieser Maraske herangeht. Sie ist wahrlich königlich. Damit zuckt Tikala mit den Schultern und schaut zu Diamantis. Ich beiß die Zähne zusammen und schaue einen argwöhnischen Blick zu der Priesterin, die das gerade gesagt hat. Und, das war der Orkulizaner, der Orkulizaner. Und arrogant wie ich bin, schaue ich dann zu Tikala. Gut, probier's, zeig ihm, wie es gemacht wird. Aber bewegt sie sich auch nur einmal falsch in deine Richtung, drücke ich ab. Dann ist mir egal, ob sie stirbt. Ihr habt daran gedacht, euer Stachelmesser mitzugeben, ja?
Der Okulizaner schaut jetzt Diamantas giftig an und währenddessen steht er selbst auf Abstand. Boltax war wohl am nächsten dran, also selbst der Okulizaner hat sich nicht auf die drei Schritt ran getraut. Und ja, jetzt geht ein kleiner Sklavenjunge, den du auf dem Markt von Al-Anfa gekauft hast, kommt wohl von den Spinnenbergen und von einer merkwürdigen Sippe, wie sie sich auch selber nennen, diese Waldmenschen, Mohahas, allesamt Barbaren, die nie Kultur gelernt haben, geht jetzt auf die Spinne zu und hockt sich dann neben sie und die Krötenschemel sitzt jetzt auf 50 Zentimeter Abstand und schaut ihr beim Essen zu. Ja, ich lege meine Abalone ab und schaue durch das Visier, lege an und bin bereit, die Scheiße aus diesem Vieh rauszuschießen, falls jemand Sklavenjungen angreift. Du kannst hören, wie er wohl seine Zähne aufeinander drückt und dann selbst gibt es sowas wie ein Klickern von sich, nur dass er es dann eben mit seinen Zähnen macht und nicht mit irgendwelchen gewaltigen Mandibeln. Es ist zwar sehr leise, aber die Spinne frisst weiter und dann irgendwann fängt sie an, ihn zu ignorieren, lässt auch den übrigen Krötenschemel dort, wo er ist, halb aufgegessen und bewegt sich in Richtung Süden. Sehr gut, wir können los. Na dann, ja, das wäre die bringt ja uns ein Naturtalent. Lydia, habe ich ja gesagt. Genau, seht euch das einmal an. Schaut euch ihre Maraskana das mal an. So wird das gemacht, da wo wir herkommen. Ja, ihr könnt jetzt in den Augen von allen drei Maraskanern, von den hohen Grobpriestern und dem Okulizaner, könnt ihr jetzt Gift und Galle erkennen. Also das Gift, was jetzt nicht die Spinne versprüht, das tun sie mit ihren Augen und gönnen das wohl dem Fremdigi wohl überhaupt nicht. Behemmt euch nicht, es braucht fast ein ganzes Leben, um zum, was auch immer, ausgebildet zu werden. Und ich zwinker dem Okulizaner mal zu. Wie immer ist alles eine Frage des Willens gewesen. Und der Junge wollte. Wenn ihr richtig zuschaut, dann könnt ihr vielleicht noch was von ihm lernen. Oh, ihr hättet ihn fast nicht entlassen. Ja, ich wollte ihn ja positiv bestärken. Ich hätte es ja auch selbst gekonnt natürlich, aber man muss ihm ja auch die Möglichkeit geben, über sich hinauszuwachsen, nicht wahr? Ich denke, Boltax, in eurem Kopf sind Willen, Wollen und Bitten noch nicht so richtig voneinander getrennt. Ach, Willen und Wollen, das ist ja fast das Gleiche. Nur ein einziger Buchstabe unterscheidet es. Ah, seht ihr, aber nur fast. Nun, seht ihr, fast. Ich fahre Tekala mit der Hand über den Kopf. Junge, ich habe nie an dich gezweifelt. Wir sind fast und ganz, Portmagus. Er liegt ein einziger Manastich. Ja, ach, vor dieser Spinne hatte ich doch keine Angst. So könnt ihr wieder aufbrechen in Richtung Süden, weg von der Küste, in Richtung der Landestelle, wo ihr eigentlich hin wolltet. Der Weg ist auch nicht mehr vertraut, ihr könnt keine einzigen Spuren mehr ausmachen von den Haklinien, die ihr euch hier in den Weg gebahnt habt, auch wenn das nur wenige Stunden her ist, dass ihr entlang marschiert seid. Irgendwo, entweder der Urwald sich die Stelle wieder zurück einverleibt oder ihr seid an einer ganz anderen Stelle, aber ihr folgt der Spinne auf Schritt und Tritt und Trappel. Und ja, wenn ihr folgt, geht und geht, dann könnt ihr nach tatsächlich wieder grob 6 Stunden den Baum erreichen, den ihr am Morgen verlassen hattet. Die Maraske verharrt davor und Tekala bleibt wieder vor ihr sitzen, hockt sich wieder ab und währenddessen könnt ihr wieder sehen, wie die Maraskaner beginnen, den Baum zu erklimmen. Kapitän, bleiben wir jetzt die Nacht wieder über hier, oder? Was? Ich bin den ganzen Weg so mehr wie ein Traumzentrisch durch die Gegend gelaufen, hab mir anscheinend auf irgendetwas konzentriert, irgendwas nachgedacht intensiv und... Selbstverständlich bleiben wir hier. Das solltet ihr mir die Frage stellen oder uns die Frage stellen. Ja, wir bleiben hier. Es wird wieder dunkel. Wir müssen die Bäume erklimmen. Na gut, geht schon. Habt ihr denn nichts gelernt? Was? Ja. Geht schon hoch. Ja, dann verschwinden die Maraskaner einer nach dem anderen oben. Ja, sie sind ein interessantes Völkchen. Ja, Maraskaner halt. Naja, was man so interessant nennen kann. Wir sollten ihnen folgen. Ich würde dann probieren hochzuklettern irgendwie. Doch ein bisschen Traumtinte, ein bisschen Gedanken verloren, aber...
Haben die eigentlich Seile runtergelassen danach? Oder? Ja, die Seile, das machen die Maraskaner dann alles, beziehungsweise Hohen Gorpriester, und dann könnt ihr dann auch nach und nach nach oben klettern. Sucht euch ja wieder eine gemütliche Stelle in dem Laub, beziehungsweise in dem Moos da oben, und könnt dann euch wieder einkuscheln. Die Kuhlen sind zwar wieder verschwunden, aber eure alten Stellen sind wieder da. Sagt einmal, Sabetelia, habt ihr schon einmal einen Blick in die Niederhöhlen geworfen? In die Niederhöhlen selbst? Nein, warum sollte ich etwas solch Wahnsinniges tun? Selbstverständlich wurde ich mehr als einmal mit einem Dämon konfrontiert, der meinte, es sei ein hinreichendes Mittel, ein Zerrbild dieser darzustellen. Ihr wisst schon, das Übliche. Nun habt ihr schon einmal, ich habe noch nie davon gehört, dass eine Domäne leer ist. Dort Was ist meint ihr damit leer? Als ich dort in die Pforte blickte, in die Niederhöhlen ihrer Domäne, dort waren keine Dämonen. Sie waren weg. Nicht da. Keiner von ihnen. Die Niederhöhlen sind ends und ihre Gestalt ist mannigfalt, so wie die der Dämonen. Und Sie müssen einen von ihnen sehen, wenn es ein kleiner ist, ein niederer Dämon. Keiner war dort. Niemand. Nun, seid ihr euch sicher, dass ihr hindurch gesehen habt? Ja, natürlich bin ich mir sicher. Was genau habt ihr gesehen? Das sagte ich schon. Gar nichts. Ich fühlte nur ein Gefühl, als wenn ihr ertrinken würdet. Aber dort waren keine Wesenheiten, so wie ich sie erwartet hätte. Nun, wenn ihr auch sonst nichts wahrnehmen wird, ist es doch sehr viel wahrscheinlicher, dass die Domäne sich aktiv vor euch verborgen hat, oder?